Ich habe leider nicht so viel sehen können, aber den See, den wir gesehen haben, generell eine schöne Aussicht hier, schöne Luft, ich mag das sehr. Ich komme vom Bodensee, deswegen ist das ziemlich ähnlich. Ja. Ja. Und ihr seid jetzt den hier gefahren? Wir sind den A110S gefahren, den schnellsten. Konnten es leider nicht wirklich ausfahren, weil wir ziemlich viel Verkehr hatten, aber macht sehr viel Spaß. Man merkt, dass da sehr viel Kraft dahinter steckt. Power. Ja. Du bist auch sonst Autofan? Ja, ich liebe Autos. Ich bin seit klein auf schon Rennkart und alles gefahren, deswegen sehr Auto verliebt. Okay, momentan machst du Musik? Oder? Musik, ja, bin am Album dran. Okay. Corona und die Musik quasi habe ich zu Hause ziemlich viel verbracht, klar auch geschrieben, aber wirklich produktiv konnte man nicht sein. Wir haben dann TikTok für uns entdeckt und falls ihr bei meinem Dad das gesehen habt. Das habe ich gesehen. Wir lieben TikTok seit Neuestem und die Leute lieben TikTok von uns und deswegen machen wir ziemlich viele TikTok-Videos und haben uns so die Zeit etwas verschönert. Also es war nicht so, dass du daheim saßt und gesagt, oh, ich habe super Ideen und mach ganz viel Musik. Und aber das ist schwierig. Ich bin da eher, ich brauche da ein Studio mit dazu, mit Freunden, mit denen ich zusammensitze, wo wir dann auch zusammen an Sachen arbeiten und es gut ergänzen. Da ist das alleine ein bisschen, hat mir jetzt nicht wirklich geholfen in der Zeit. Deswegen haben wir uns die Zeit mit Sport zu Hause, Zeit zusammen verbracht, aber dann auch mal PlayStation gespielt und TikTok-Videos gemacht. Alles klar, danke. Und viele Filme geschaut. Okay. Bei TikTok findet man dich wo? Eigentlich müssen wir bei meinem Dad einfach bei Instagram. Wir posten die auf Instagram auch die ganze Zeit. Wir haben 200.000 Views und das ist richtig verrückt. TikTok ist losgegangen, dass das eigentlich früher Music Alley hieß. Da kannte ich es noch und dann mein kleiner Cousin bei uns war, am Handy war und die ganze Zeit durch sein Handy gescrabbelt hat. Und ich denke so, was machst du die ganze Zeit am Handy? Und immer kommt Musik. Sag ich, der TikTok. Sag ich, was ist TikTok? Und dann zeigte mir TikTok, wo die ganzen Leute tanzen oder Videos nachmachen. Und das haben wir dann meinem Dad gezeigt. Und mein Dad hat gesagt, komm, dann machen wir das aus Spaß. Und seitdem ist er auch TikTok verrückt. Er liebt es, die Leute lieben es. Die schreiben ihm, wann gibt es neue Kellerost-TikTok-Videos? Und deswegen ruft er schon an, bevor er überhaupt vom Drehen kommt und sagt, habt ihr neue TikTok-Videos? Ich so, Vater, schau doch selber. Aber ja, haben wir. Und wie alt war der, der euch das gezeigt hat? Ah, der war 16. Ah, okay, gut. Aber die ganzen Jungen, die sind da alle vertreten, ja. Aber es sind auch immer mehr Ältere. Lena Meyer Landrut, die machen alle TikTok jetzt. Und ab wie viel muss man haben, dass man so richtig da... Ich glaube, da musst du schon deine 500, 600.000 haben. Aber dann gibt es ja hoch bis 20 Millionen, 30 Millionen. Und die haben dann auch 2 Millionen Views auf jedem Video, deswegen. Dann macht es Sinn, denke ich. Aber wir sind da noch ziemlich klein, aber haben Spaß. Jeder fängt an. Denke ich auch. Danke dir.